Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum 13. Vortrag der Reihe Musikstadt Frankfurt. 13. Clemens Greve sagte gerade, das sei seine Glückszahl. Heute geht es um die Frühzeit des Frankfurter Opernhauses, wie Sie sehen werden. Das Frankfurter Opernhaus wird uns ja immer wieder beschäftigen. Und heute in der Zeit zwischen 1880 und 1926. Und zugleich ist es mir eine ganz besondere Freude, die dritte Ausstellung zum Thema Musikstadt Frankfurt zu eröffnen. Wenn Sie Ihre Blicke nach hinten wenden, sollten Sie es noch nicht gesehen haben, dann sehen Sie, dass ich dort einige schöne Bilder für Sie auch vorbereitet habe. Einige von diesen Bildern werden Sie natürlich jetzt gleich auf dem Bildschirm sehen, aber nicht alle, weil es noch einige weitere Vorträge geben wird, in denen es auch um die Geschichte der Frankfurter Oper geht. Beispielsweise im nächsten Vortrag im Juni werde ich angeregt von einer besonderen Reaktion, die wir vor zwei Vorträgen mal hatten aus dem Publikum, die beiden berühmten Chefdirigenten Clemens Krauss und Hans-Wilhelm Steinberg miteinander vergleichen. Clemens Krauss, der dann später in Wien eine große Karriere machte, und Hans-Wilhelm Steinberg, der, weil er jüdischer Abstammung war, dann aus Frankfurt herausgejagt wurde. Also Sie wissen ja, ich habe ja auch immer wieder hier besonders die Zeit des Nationalsozialismus im Blick. Aber ich wollte jetzt nicht immer nur Nationalsozialismus in diesem Jahr mit Ihnen machen, sondern Ihnen auch mal was richtig Schönes präsentieren. Und deswegen werden wir das heute tun. Dann möchte ich Ihnen noch auf diesen Flyer hinweisen. Dieser Flyer zur Ausstellung enthält so die wichtigsten Informationen und ein paar schöne Bilder, und der liegt hinten aus. So. Und damit kommen wir zu diesem wunderbaren Gebäude, das Sie natürlich alle kennen. Ach so, ein letztes habe ich vergessen. Ich habe noch eine musikalische Überraschung für Sie, aber das werden Sie schon ahnen, da Sie den Flügel dort sehen. Aber es dauert noch eine Weile, gedulden Sie sich. Also, dieses Gebäude, um dieses Gebäude dreht sich heute alles. Das ist Ihnen bestens bekannt, die Alte Oper, das führende Konzert- und Kongresshaus unserer Stadt. 1880 allerdings war sie nicht die Alte Oper, sondern die Neue Oper. Denn sie ersetzte oder besser ergänzte das alte, in die Jahre gekommene Frankfurter Komödienhaus. Also werfen wir erst noch einen Blick zurück. Seit 1782 verfügte Frankfurt endlich über ein eigenes Theater. Das ist am heutigen Rathenauplatz, also früher Komödienplatz genannt. Und die Frankfurter Bürger liebten dieses Theater. Sie hatten lange darum gekämpft, nicht immer nur auf diese durchreisenden Wandertruppen angewiesen zu sein, die zu Messezeiten mit ihrem Tespiskarren hier durchzogen und aus rohen Brettern und wenigen Utensilien so behelfsmäßige Bühnen zimmerten. Denn seit dem späten 18. Jahrhundert galt das Theater ja auch nicht mehr als Volksbelustigung, sondern als moralische Anstalt. Das heißt, als Stätte der Aufklärung und der Bildung mit künstlerischen Mitteln. Hier wurden die Werte des modernen Bürgertums verhandelt. Im Frankfurter Komödienhaus wurden Oper und Schauspiel gleichermaßen gepflegt. Louis Spohr zum Beispiel wirkte hier als Kapellmeister, und Karl Maria von Webers frühe Oper Silvana erlebte in diesem Haus seine Uraufführung. Darüber habe ich auch in einem der früheren Online-Essays schon berichtet. Das können Sie sich auf der Webseite auch gerne noch mal anschauen. Ja, und so sah es von innen aus. Unten ein Stehparkett, darüber drei Ränge mit Logen und ganz oben eine bescheidene Galerie. Ungefähr 1000 Plätze, und die waren alle ausabonniert. Vor allen Dingen, wenn Sie sich vorstellen, wie die Stadt im Verlauf des 19. Jahrhunderts gewachsen ist. Dazu kam noch, dass Bühnentechnik und Zuschauerraum schon lange nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entsprachen. Und wenn ein Tourist oder ein wichtiger Mensch nach Frankfurt kam, bekam er eben keine Karten, um in die Oper zu gehen. Ein völlig unvorstellbares Phänomen. 1866, und das ist interessanterweise der Auslöser für den Neubau des Opernhauses, brach eine schlimme Zeit für Frankfurt an. Der sogenannte Deutsche Bruderkrieg zwischen Preußen und Österreich hatte sich
Da hatte sich zwar Frankfurt als Sitz des Bundestages neutral verhalten, wurde aber trotzdem von den siegreichen Preußen eingenommen, okkupiert. Und Frankfurt wurde als seines Status als freie Stadt beraubt und zu hohen Kontributionszahlungen gezwungen. Der damalige Oberbürgermeister Karl Viktor Fellner, Sie sehen ihn links oben, nahm sich aus Verzweiflung das Leben. Das war so ziemlich die schrecklichste Zeit, die Frankfurt hier durchgemacht hat, mal abgesehen von früheren Pogromen und Unruhen, die es natürlich auch gegeben hat. Und dann 1867, am Vorabend des geplanten Besuchs des siegreichen preußischen Königs, brannte auch noch der Dom. Das Wahrzeichen der Stadt, die ehrwürdige Stätte der Kaiserkrönungen. Dafür konnte der König zwar nichts, aber es wurde ihm natürlich sozusagen als Strafe Gottes auferlegt. Der König versprach Hilfe beim baldigen Wiederaufbau, aber die Herabwürdigung der ehemals stolzen freien Stadt Frankfurt zur preußischen Provinzstadt, das verziehen die Frankfurter ihm nicht. Bedenken Sie, was für eine schöne Stadt Frankfurt damals gewesen ist. Üppige Grünanlagen umzogen die mittelalterlich verwinkelte Altstadt. Das kam daher, dass man zum Beginn des 19. Jahrhunderts die alten mittelalterlichen Befestigungsanlagen geschleift hatte und dort den sogenannten Anlagenring, den wir ja heute noch kennen, gebaut hatte. Und Goethes Mutter war ganz begeistert und sagte, jetzt zieht sich um die ganze Stadt ein Park. Das wird nachher noch wichtig werden. Also das heißt, wir haben eine schöne Stadt mit üppigen Grünanlagen. Die reichen Bürger bauten sich ihre vornehmen Villen jenseits der Altstadt mit Häusern im französischen Klassizismus. Und nun kam eben dieser Rückschlag 1866. Und da musste sich die Stadt nun Gedanken darüber machen, wie man die glorreiche Geschichte wieder, wie man der Stadt wieder auf die Beine helfen konnte. Also wie konnte man wohlhabende Bürger aus anderen Städten dazu anlocken, sich hier wieder niederzulassen? Und da hatte Oberbürgermeister Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein, Entschuldigung, das war zu schnell, hat sich selbstständig gemacht, hatte da eine Idee. Während einer Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 1869 stellte er fest und postulierte, Frankfurt entbehrt eines der Größe und Bedeutung der Stadt sowie den Anforderungen des guten Geschmacks entsprechenden Theatergebäudes. Was ein diesen Erfordernissen genügendes Opernhaus für den Verkehr und den Wohlstand einer Stadt wert ist, darüber braucht man nur in anderen Städten Umschau und Nachfrage zu halten. Der Strom der Fremden, die einen ihrer Annehmlichkeit dienenden Aufenthaltsort suchen, geht nach den Städten, wo die räumlichen Verhältnisse der vorhandenen Theatergebäude ihnen die Möglichkeit leichten und genussreichen Theaterbesuchs bieten. Klammer auf. Ich wünsche mir, dass Frankfurts künftiger Oberbürgermeister diese Ansicht auch teilt. Sorgen Sie dafür, dass es so kommt. Da das alte Theater also den Anforderungen einer modernen Großstadt nicht mehr entsprach, sollte ein repräsentativer Neubau her. Und das zu Zeiten, wo eigentlich kein Geld in der Kasse war. Die Stadtverordneten nickten beifällig. Es gelang Mumm von Schwarzenstein, 67 wohlhabende Frankfurter von dem ambitionierten Vorhaben zu überzeugen. Sie gründeten eine Opernaktiengesellschaft. Mit ihren Spenden sicherten sich die Mäzene das Recht auf eine Familienloge. Den Löwenanteil der Finanzierung übernahm allerdings die Stadt. Und das, wie gesagt, in wirtschaftlich angespannter Lage. Eine Investition in die Zukunft. Damals wurde eben nicht an der Kultur gespart. Sie sehen, voller politischer Anspielungen. Manchmal ist es ganz schön, einen Blick in die Geschichte zurückzuwerfen, um zu sehen, wo wir eigentlich stehen und was wir eigentlich wollen. Aus dem Architektenwettbewerb, der dann ausgeschrieben wurde, ging der Direktor der Berliner Bauakademie hervor, Richard Luke. Inspiriert von der klassizistischen Ästhetik Karl Friedrich Schinkels und den Theaterbauten Gottfried Sempers, legte er nacheinander drei unterschiedliche Entwürfe vor. Der erste Entwurf sah zunächst eine schlichte Anlage mit niedrigem Vorbau und halbrundem Zuschauerraum vor. Das hätte so ungefähr dem damals vorgesehenen Etat entsprochen. Aber die Frankfurter wollten mehr. Man wünschte nicht nur eine große Bühne mit hochmoderner Technik und Beleuchtung, das war damals elektrisch gezündetes Gas,
immerhin, und eine geräumige Bühne mit großem Orchestergraben, sondern auch eine bedeckte Zufahrtsmöglichkeit für Kutschen bei schlechtem Wetter, mehrere private Ein- und Ausgänge, drei Ränge mit geräumigen Logen und Separés, mehrere prachtvolle Foyers und vor allem eine ausladende, repräsentative Treppe mit zwei Flügeln im Eingangsbereich. Kein Problem, Luque legte nach. Sie sehen hier den zweiten von drei Entwürfen, eingebettet in die schönen Parkanlagen am Bockenheimer Tor. So, nach langem Hin und Her hatte man sich für diesen Standort entschieden. Ich erspare Ihnen jetzt die Einzelheiten. Und zwar delikaterweise direkt auf den Grünflächen, die nach der Wallservitut von 1827 eigentlich gar nicht bebaut werden durften. Also genau auf den Parkanlagen, die entstanden waren, nachdem man die mittelalterlichen Befestigungsanlagen geschleift hatte. Und diese großzügigen Parks, die umschlossen die Innenstadt praktisch wie ein grüner, blühender Ring, auf dem die Bürger sonntags spazieren gingen. Die waren der besondere Stolz der Bevölkerung und auch per Dekret unantastbar. Aber angesichts der dichten Bebauung des Stadtgebiets und der Notwendigkeit, das Theater im Zentrum und nicht irgendwo an der Peripherie zu errichten, erlaubte man angesichts des großen öffentlichen Interesses an diesem Vorhaben diesmal eine Ausnahme. Klammer auf. Auch heute wird über diese Frage wieder heftig gestritten. Soll die neue Oper auf der Gallusanlage zu stehen kommen? Ohne Frage muss dann der Verlust an Grünflächen anderweitig ersetzt werden. Und das ist ja auch durchaus im Gespräch, Klammer zu. So, die schließlich vollendete dritte Version, die Sie alle kennen, zeigt eine schlanke und langgestreckte Konstruktion mit seitlich abgerundeten Vorbauten. Also der zweite Entwurf war noch sehr eckig und jetzt haben wir diese elegant wirklich sehr, sehr elegant gestalteten Rundanlagen, die dem Bau eine wirklich unglaubliche Eleganz verlieh. Und das Schönste, das können Sie auf dieser Zeichnung nicht sehen, aber gleich auf dem nächsten Bild, das Schönste war natürlich die Auswahl des Steines, der feinkörnige, helle Savonnière-Stein, der dem Gebäude bis heute einen zarten Schimmer verleiht, ein Augenlustakkord von marmorhellem Steine. So pries der Dichter des Eröffnungsprologs ganz zu Recht diesen schönen Bau. Ja, und diese kostbaren Steine kamen aus Frankreich und sie wurden gewissermaßen auch von den Franzosen bezahlt, denn die politische Lage Deutschlands hatte sich innerhalb weniger Jahre grundlegend geändert. Nur 5 Jahre nach der schmachvollen preußischen Okkupation der Stadt Frankfurt und nur 2 Jahre nach dem Entschluss zur Erbauung des Opernhauses hatte der Deutsch-Französische Krieg im Januar 1871 mit dem Sieg eben jenes preußischen Königs und seiner Kaiserproklamation in Versailles ein für Deutschland glanzvolles Ende genommen. Die lang ersehnte deutsche Einheit war endlich Realität geworden, wenngleich unter dem straffen Diktat gerade jener preußischen Militärs, die man in Frankfurt so tief verachtete. Ironie der Geschichte. Und so kam es, dass der kürzlich noch verhasste preußische König Wilhelm als neuer Kaiser Wilhelm auch in Frankfurt begeistert empfangen wurde. Und für die Stadt am Main begann nun eine Glanzzeit in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Und der strahlendste Ausdruck dieser Glanzzeit war das neue Opernhaus, was wie gesagt in kritischer Zeit beschlossen wurde als ein Opfer der Bürger und nun sozusagen reich ausgestattet den Glanz dieser Stadt ausmachte. Ja, und das war architektonisch betrachtet nicht nur ein historisierendes Gebäude aus dem Geist der Renaissance, wie es damals ja gerne so errichtet wurde, sondern, wie Sie sehen, vor allem ein heiliger Tempel für die Kunst. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts waren Kunst, Kultur und Wissenschaft zunehmend an die Stelle der Religion getreten. Längst hatte die moderne Naturwissenschaft die alttestamentliche Schöpfungsgeschichte widerlegt. Längst hatten die Zeitläufte für eine weitgehende Säkularisierung der Gesellschaft gesorgt. Doch, wie der Philosoph Arthur Schopenhauer so schön sagte, das metaphysische Bedürfnis folgt dem physischen auf dem Fuße. Es ist dem Menschen eingeboren. Und so sucht es sich neue Formen der Verehrung in Übereinstimmung mit der modernen Zeit.
Das Frankfurter Opernhaus, so wie es heute da steht, wieder da steht, muss man sagen, ist ein steinernes Monument dieses geistigen Prozesses, ein Denkmal der Kunstreligion. Dem wahren, schönen Guten ist bis heute auf der Fassade des Opernhauses zu lesen. Für diesen Spruch hatte man sich ganz bewusst entschieden. Eine Referenz auf den griechischen Philosophen Platon, der diese drei Wertbegriffe als die höchsten pries. Die Idee des Guten ist Ursache der Erkenntnis und des Wahren. Die Kunst wiederum, nämlich das Schöne, soll der Erkenntnis der Wahrheit dienen. Wird das Wahre in die Tat umgesetzt, so erwächst daraus wiederum das Gute. Alles klar. Dahinter steht also die Vorstellung, dass auch die Kunst, ebenso wie die Wissenschaft und die Philosophie, ein Mittel zur Erkenntnis der Wahrheit ist und damit hohe gesellschaftliche und politische Relevanz besitzt. So bildungsbürgerlich sich der Spruch für uns heute auch anhören mag, erfordert die Notwendigkeit eines wohlreflektierten, gesellschaftlich verantwortungsvollen Handelns und stellt die Kunst gleichberechtigt auf die Höhe der Wissenschaft. Die Betrachtung des Schönen befriedigt ein Grundbedürfnis des Menschen und zugleich ist die Erfahrung des Schönen auch eine politische Aufgabe zur Umsetzung. Ich finde, daran sollte man auch mal wieder erinnern. Ja, und diese Haltung kommt natürlich auch in den umfangreichen Bildprogramm des Gebäudes zum Ausdruck, auf das ich jetzt gar nicht weiter eingehen kann. Der Giebel, die Fassade und die Auszierung im Innern verweisen auf Schritt und Tritt darauf. Es ist hier unmöglich, an dieser Stelle auch nur ansatzweise zu erklären, was es hier alles zu sehen gab. Mythologische Darstellungen und Allegorien, Statuen und Medaillons bedeutender Dramatiker und Musiker von der Antike bis in die Gegenwart. All dies wäre zweifellos einen eigenen, höchst interessanten Vortrag wert. Ja, und so sah es im Innern aus. Wer die steinernen Stufen erklommen hatte, der fand sich der Realität entrückt in einem Vestibül mit Blick auf das großartig disponierte Treppenhaus wieder. Sie wissen, prachtvolle Treppen spielen in repräsentativen Gebäuden eine wichtige Rolle. Hier feierte man sich selbst. Nach der Eröffnung war in der Frankfurter Zeitung zu lesen, ich zitiere, wer ein in seiner Art einziges Bild sehen wollte, der musste sich im Vestibül aufstellen, um die Damen in ihren glänzenden Toiletten ankommen und die für stolze Schleppen so recht geeigneten teppichbelegten Treppen emporrauschen zu sehen. Deswegen die Wichtigkeit dieser Treppe. Man wollte sich ja selbst auch darstellen. Und das Foyer. Das Foyer war damals nach dem Vorbild der Loggia die Galatea der Villa Farnesina in Rom von 1511 gestaltet. Heute sieht man davon nur noch einen Bruchteil. Das größte Teil davon ist jetzt im Opera, in dem Restaurant untergebracht und im Hindemith-Foyer ist noch ein kleines bisschen davon erhalten. Auch hier war jeder Winkel mit allegorischen Darstellungen, Szenen aus Theaterstücken oder Künstlerporträts geschmückt. Also das heißt, man befand sich schon beim Betreten des Hauses in einer Art Museum der Bildung. Und der Zuschauerraum war mit seinen 2000 Plätzen großzügig dimensioniert. Die erstreckten sich vom Parkett über die Galerie und die drei Ränge. Den Orchestergraben hatte man etwas tiefer gelegt, um die Sänger nicht zu übertönen. Eine Referenz an das kürzlich vollendete Bayreuther Festspielhaus. Aber ansonsten war zwischen dem einfachen Fachwerkbau des Bayreuther Meisters und diesem prunkvollen Tempel des Frankfurter Opernhauses wohl kein größerer Gegensatz denkbar. Und das zur selben Zeit entstanden. Interessant. Natürlich regte sich auch Kritik an dem Frankfurter Prachtbau, denn die Kostenexplosion war gewaltig gewesen. Ich habe mal gehört, dass es nachher über das 30-fache gekostet hat. Auch das erinnert uns an gewisse Parallelen aus unserer unmittelbaren Gegenwart. Aber ehrlich gesagt, es hatte sich gelohnt. Und wer fragt heute noch danach? Niemand. Also, es lohnt sich auch manchmal auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Was aber wäre der schönste Theaterbau ohne ein kundiges Leitungsteam und ohne ein künstlerisch hochrangiges Ensemble? Auch hier hatte Frankfurt nicht gespart und sich der besten Kräfte versichert. Allerdings hatte es im Vorfeld einige Turbulenzen gegeben. Schnell hatte sich nämlich erwiesen, dass der ursprünglich unter Vertrag genommene Intendant Otto Devrient seiner Aufgabe nicht gewachsen war.
1879, also nur ein Jahr vor der geplanten Eröffnung, legte er sein Amt nieder, reiste überstürzt ab und hinterließ ein unbeschreibliches Chaos. Woher sollte kurz vor der Eröffnung ein adäquater Ersatz herkommen? An klugen Köpfen mangelte es dabei nicht. Die renommiertesten Bewerber rissen sich um die frei gewordene Stelle. Franz Dingelstädt, amtierender Direktor des Wiener Burgtheaters, und der allseits hochgeschätzte Schriftsteller Heinrich Laube waren darunter. Aber die Frankfurter wollten Neues wagen. Und so beriefen sie den damals erst 36-jährigen Emil Klar, also auf dem Bild ist er ein bisschen älter, aber so Junges habe ich nicht gefunden, den damals erst 36-jährigen Emil Klar auf den begehrten Posten. Das war gut. Emil Klar, 1842 unter dem Namen Rappaport in Lemberg geboren, hatte sich damals vor allem als Schauspieler, später auch als Regisseur und Dramaturg in Wien, Graz, Innsbruck, Linz und Weimar verdient gemacht und vor kurzem das völlig heruntergekommene Berliner Residenztheater auf Vordermann gebracht. Er war also krisenerprobt, wagemutig und innovativ. Der von Devrient hinterlassene Trümmerhaufen schreckte ihn nicht. Zu seiner Freude fand Klar ein vorzüglich disponiertes Sängerensemble vor, aber es fehlte ein fähiger Dirigent. Gesucht wurde eine bedeutende Künstlerpersönlichkeit von internationalem Renommee, die nicht nur das klassische Repertoire mustergültig pflegen, sondern vor allem die neuesten musikalischen Entwicklungen nach Frankfurt bringen sollte. Also alles das, was im Schauspielhaus nicht ging, weil es einfach zu klein war. So hatte sich Emil Klar von Anfang an in den Kopf gesetzt, mit Uraufführungen und Erstaufführungen zu glänzen. Und auf seiner Wunschliste ganz oben stand eine maßstabsetzende Gesamtaufführung von Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen, die ja erst 1876, also 2 Jahre vor seiner Berufung, in Bayreuth ihre erste zyklische Inszenierung erlebt hatte. Frankfurt sollte, das war Emil Klars fester Wille, künstlerisch mit dem Niveau von Bayreuth Schritt halten. Ein ehrgeiziges Unterfangen für ein ganz neu erbautes Haus. Richard Wagner wurde also von Emil Klar höchstpersönlich um Rat befragt, wer denn wohl der geeignete Generalmusikdirektor für die Oper Frankfurt werden könnte. Wagner empfahl Kapellmeister Zumper aus Magdeburg. Der allerdings machte bei seinem Probedirigat in Frankfurt keine gute Figur. Und so kam Otto Dessow ins Spiel. Warum nicht gleich? Otto Dessow war genau der richtige Mann für diese Aufgabe. Der Sohn eines Tuchhändlers jüdischer Herkunft hatte am Leipziger Konservatorium studiert und nach ersten Stationen als Kapellmeister in verschiedenen kleineren Häusern, mir nichts, dir nichts, eine höchst ehrenvolle Berufung an die Wiener Hofoper erhalten. Welch eine Überraschung. Bei seinem ersten Auftritt in Wien dirigierte er nicht nur auswendig, was damals als eine Sensation und auch heute noch als höchst bewundernswert galt, sondern er verstand die seiner Stabführung anvertrauten Partituren so feinfühlig, ausdrucksvoll und stilsicher auszuleuchten, dass das Wiener Philharmonische Orchester ihn noch im selben Jahr 1860 in geheimer demokratischer Abstimmung mit deutlicher Mehrheit zu ihrem Chefdirigenten erkor. Das war noch eine Sensation, denn mit gerade einmal 25 Jahren stach der junge Mann aus Sachsen, das war im traditionsbewussten Wien ein Ausländer, sogar den lang favorisierten Wiener Platzhirschen Josef Helmesberger aus. Dessen Musik kennen wir ja alle gut, der hätte den Posten gerne gehabt. Auf diesem allerersten Gruppenfoto der Wiener Philharmoniker von 1864 sitzt der Chefdirigent als Primus inter pares in der ersten Reihe. Ich habe ihn extra eingekringelt, weil man ihn sonst so leicht übersehen hätte. Otto Dessow brachte das Opern- und Konzertwesen in Wien auf höchstes Niveau innerhalb kürzester Zeit und führte die Wiener Philharmoniker auch in den imposanten Neubau der Wiener Hofoper am Ring und in den goldenen Musikvereinssaal ein. Also Sie können sich vorstellen, um was für eine Persönlichkeit es sich hier handelte. Mit Johannes Brahms war Dessow eng befreundet und in höchster Bescheidenheit widmete Dessow dem Freund Brahms sein erstes Streichquartett Opus 7. Brahms wiederum wünschte sich 1876 ausdrücklich Otto Dessow und keinen anderen als Dirigenten der Uraufführung seiner ersten Sinfonie, mit deren Vollendung er so lange gerungen hatte.
Da allerdings hatte Dessau Wien schon wieder verlassen und dies keineswegs gezwungenermaßen. Beim Orchester und beim Publikum erfreute er sich höchster Wertschätzung. Doch der sensible und empfindsame Mann konnte mit Intrigen und Querelen, wie sie gerade in Wien auf der Tagesordnung standen, nur schlecht umgehen. Und als ihm ein Kollege aus dem Orchester und ein einflussreicher Kritiker das Leben schwer machten, hielt er den psychischen Druck nicht mehr aus und verließ Wien, um als erster Kapellmeister nach Karlsruhe zu wechseln. Das hört sich für uns heute bescheiden an. Aber die kleinere Stadt Karlsruhe war für ihr hervorragendes Orchester durchaus berühmt. Es war also nicht von vornherein ein Abstieg. Keine geringeren als Felix Mottl und Hermann Levy sollten später seine Nachfolge antreten. So, und damit ist die Zeit für ein erstes Musikbeispiel gekommen. Das sehr wienerisch anmutende Poco Andantino, den dritten Satz des schon erwähnten Streichquartetts F-Dur Opus 7 von Otto Dessow, im Druck erschienen im Jahr seiner Frankfurter Berufung 1878, aber schon vorher komponiert. Dieses kurze Beispiel mag uns davon überzeugen, dass Otto Dessow selbst am besten wusste, dass er ein zwar gediegener, aber keineswegs genialer Komponist war. Und so verlegte er sich auf das, was er wirklich gut konnte, das Dirigieren. Das Angebot aus Frankfurt war aller Ehren wert. Mit einer Besoldung von 15.000 Reichsmark jährlich gehörte Otto Dessow damals zu den bestbezahlten Dirigenten in ganz Deutschland. Auch da sparte Frankfurt nicht an der Kunst. Schon sein erstes Dirigat am 13. Oktober 1880, das war noch im alten Schauspielhaus, war eine musikalische Sternstunde. Es gab Fidelio. Clara Schumann war dabei. Eine vortreffliche Aufführung, ein Hochgenuss, all die herrlichen Ensembles einmal wieder fein, künstlerisch ausgeführt zu hören. So schrieb sie in ihr Tagebuch. Ja, und dann war es soweit. Am 20. Oktober 1880, also eine Woche nach seinem ersten Antrittsdirigat, wurde das prachtvolle Opernhaus glanzvoll eröffnet. Kaiser Wilhelm war höchst selbst aus Berlin dahergeeilt. Man höre und staune. Damals war das noch so. Seit Wochen hatte sich die Stadt auf den hohen Besuch vorbereitet. Die Menschen standen Spalier und jubelten dem Herrscher zu. Der Kaiser zeigte sich beeindruckt. Intendant Emil Klar hielt fest, Zitat, beim Betreten des strahlenden Treppenhauses sah Kaiser Wilhelm lange stehen bleibend in die Höhe und sagte zu mir, das könnte ich mir in Berlin nicht erlauben. Als Eröffnungsvorstellung hatte man mit Bedacht Mozarts Don Giovanni ausgewählt, unter dem seinerzeit üblichen Titel Don Juan und natürlich in deutscher Übersetzung. Eine Referenz an den erklärten Lieblingskomponisten der Frankfurter.
Manche wunderten sich über diese Entscheidung. Wäre nicht ein opulenter besetztes Werk der neueren Zeit wirkungsvoller gewesen, um die Größe des Orchesters und die Weitläufigkeit der Bühne zu demonstrieren? Nein, das kam für die Mozart-treuen Frankfurter überhaupt nicht in Frage. Übrigens sollte ein Jahrhundert später auch ein anderer Chefdirigent, nämlich Michael Gielen, an diese Tradition anknüpfen und seine Ära ebenfalls mit Mozarts Don Giovanni beginnen. Die Bühnenbilder dieser Zeit dürfen Sie sich hauptsächlich als gemalte Prospekte vorstellen. Die Schauplätze des Geschehens wurden kunstvoll aufgemalt und in mehreren Schichten an Gleitbahnen, den sogenannten Kulissen, hintereinander angebracht, sodass zwischen den Prospekten Gassen für die Auftritte der Sänger entstanden. Und durch die optische Verkürzung und andere perspektivische Wirkungen ergab sich die Illusion eines echten dreidimensionalen Bildes. Ausgefeilte Flaschenzugtechniken sorgten für schnelle und reibungslose Szenenwechsel. Die Bühnenmaschinerie tat ein Übriges. Feuerschnaubende Drachenteufel und Ungeheuer wurden mit einer Fahrstuhlklappe aus der Versenkung geholt. Schiffe oder Wolken wurden mittels Laufwerken, Trommeln und Seilwinden täuschend echt bewegt. Himmelserscheinungen schwangen sich mit Flugmaschinen vom Schnürboden herab. Chemische Spezialeffekte sorgten für Blitze, Feuersbrünste und Explosionen, ohne dass dabei das Theater abgefackelt wurde. Die neue Frankfurter Bühne war mit einer Gesamthöhe von 35 Metern und einer offenen Breite von 12 Metern seinerzeit die größte in ganz Deutschland. 50 Soffitten und Prospekte konnten schnell und mühelos herabgelassen oder seitlich aus der Szene genommen werden. Dekorationsteile wurden auf Wagen zur Hinterbühne gefahren und warteten dort auf ihren Einsatz. Ein besonders schönes Bild. Der erfahrene Bühnenmaler und Ausstattungsleiter Waldemar Knoll, der hier in Frankfurt wirkte, hatte für Don Giovannis Höllenfahrt ein so fantastisches und farbenfrohes Bild entworfen, dass es sich lohnt, all die gierigen Unterweltsdämonen einmal genauer zu betrachten, während wir jetzt die entsprechende Musik dazu hören. Die Aufführung des Don Giovanni, der ein umfangreicher Prolog und eine Huldigung an den Kaiser vorausging, wurde zum Triumph für alle Beteiligten, insbesondere für den Dirigenten Otto Dessow, den Musikgeneralgewaltigen des Hauses, wie eine Rezension ihn nannte, der, Zitat, wie ein Feldherr wirkte, der einem Heer von Tönen gebietet und des Sieges sich gewiss ist. Naja, ob der an sich eher zurückhaltende, vollkommen der Kunst hingegebene Mann mit solch militärischen Vergleichen gut getroffen ist, sei dahingestellt. Der Kaiser jedenfalls ließ nach dem Spektakel huldvoll verlauten, er sei freudig bewegt über das prachtvolle Opernhaus und die zunehmende Schönheit der Stadt. Den alten Frankfurter Groll über alles Preußische hatte er dabei wohl im Blick. Er verlieh Oberbürgermeister Johannes Miquel, der den Initiator Mumm von Schwarzenstein inzwischen in seinem Amt beerbt hatte, die Insignien des Roten Adlerordens und Intendant Emil Klar erhielt als Abschiedsgeschenk eine goldene Dose. Über eine Auszeichnung Dessows ist nichts bekannt. Anschließend gab es ein üppiges Festbankett im Frankfurter Hof. Illustre Persönlichkeiten aus ganz Deutschland, Angehörige des Hochadels, Bankiers, Mäzene und zahlreiche neugierig angereiste Intendanten anderer Opernhäuser waren zugegen. Es wurde ein Hoch auf den Kaiser angestimmt und ein launiger Trinkspruch auf die Vollendung des Opernhauses ausgebracht. Intendant Klar und alle Mitwirkenden wurden ausgiebig
gefeiert. So, und jetzt kommt die musikalische Überraschung. Wir wollen uns nun noch ein zuckersüßes Tortenstück von dieser festlichen Stimmung abschneiden und des freudigen Herzens genießen. Franz, beziehungsweise François, wie er sich vornehm nannte, Franz Beer, ein nicht wirklich bedeutender Komponist der leichten Muse, hatte sich zur Eröffnung des Frankfurter Opernhauses mit einem eigens dafür komponierten Salonwalzer aus seiner Feder empfohlen. Erschienen ist das Werk bei dem Frankfurter Musikverleger Theodor Henkel, das können Sie unten erkennen, der übrigens auch für die Berufung von Clara Schumann an Dr. Hochs Konservatorium 2 Jahre zuvor eine wichtige Rolle gespielt hatte. Und wie seinerzeit üblich, widmete Beer das Werk nicht etwa dem Intendanten höchstpersönlich, sondern charmanterweise seiner hochverehrten Gattin Hermine Clar Delia, die einst auch eine gefeierte Schauspielerin gewesen war. Auf dem Titelblatt prangt, wie Sie sehen, ein stolzes Abbild des Frankfurter Opernhauses. Ja, der Intendant der Alten Oper, Herr Dr. Markus Fein, hat mir das Stück zur Verfügung gestellt, mich darauf aufmerksam gemacht und wir waren beide sofort ganz begeistert und sagten, das muss unbedingt heute und auch nächste Woche zur Vorstellung der neuen Saisonbroschüre live erklingen. Heute in voller Gänze und nächste Woche dann nur ein Ausschnitt daraus. Eine absolute Rarität. Wer weiß, ob Sie das jemals wieder hören werden. Johann Jensung, Mitglied der Young Academy der Frankfurter Musikhochschule, ein vielversprechender Ausnahmepianist der jüngsten Generation, wird das reizvolle Stück nun für uns spielen. Viel Freude!
Ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen in diesem Projekt Musikstadt Frankfurt einige Überraschungen versprochen. Auch das ist ein Stück Frankfurter Musikgeschichte. Am folgenden Tag reisten Kaiser Wilhelm und sein Gefolge wieder ab. In Frankfurt begann nun der reguläre Spielbetrieb. Da die Bühne im neuen Opernhaus natürlich viel größer war als im alten Schauspiel, musste alles neu ausgestattet werden. Er reagiert manchmal komisch. Schon zwei Tage nach der Eröffnung gab es eine Neuinszenierung von Giacomo Meyerbeers Erfolgsoper Die Hugenotten in einem, wie Sie sehen, äußerst eindrucksvollen Bühnenbild aus der berühmten Wiener Werkstatt von Johann Kautsky, Carlo Brioschi und Hermann Burckhardt. Die Achse Frankfurt-Wien war lange Zeit eine feste Konstante. Das ist mir aufgefallen bei all diesen Dingen. All kommen aus Wien und ja, auch die Bühnenbilder. Wiederum brillierte Otto Dessow als Dirigent. Spannend ist aber, sich das Repertoire des ersten Jahrzehnts vorzustellen. Viele Opern, die wir heute für selbstverständlich halten, waren ja damals ganz neu und wurden damals erst uraufgeführt. Beispielsweise Verdis Aida oder Carmen von Bizet. Die wurden alle in Frankfurt gespielt, viele als deutsche Erstaufführungen. Natürlich gab es dann auch die, ich habe einfach mal so ein paar Sachen herausgeholt, nach der Chronologie herausgesucht, also Aida, Carmen, Wagners Rienzi, von Karl Goldmark, die Königin von Saba. Dann hatte man sogar einen Kompositionsauftrag an Rheintaler vergeben, das Käthchen von Heilbronn. Dann folgte tatsächlich Wagners Ring des Nibelungen. Dann von Anton Rubinstein, einem damaligen wagnerianischen Neutöner, die Makkabäer. Von Leo Delib, Lakmé, Wagners Meistersinger, Tristan, Jacques Offenbach. Hoffmanns Erzählungen, Saint-Saëns, Heinrich der VIII. Und Massenet, der Cid. Sie sehen also, schnell und gründlich bewerkstelligten Emil Klar und Otto Dessow den Anschluss an die neueste musikalische Entwicklung. Und zwar möglichst international mit deutschen, französischen und italienischen Ur- und Erstaufführungen. Das Ding hat irgendwie seine Macken. So, werfen wir einen Blick auf das Bühnenbild von Verdis Aida. Kommt Ihnen das Sujet irgendwie bekannt vor? Genau. Der Entwurf zeigt offensichtlich die Bemühungen um historische Authentizität auf dem neuesten Stand der archäologischen Forschung. Das Bild ist nämlich eindeutig dem erst 1813 entdeckten und erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts zugänglichen Tempel von Abu Simbel nachempfunden. Dabei musste der Bühnenbildner dort gar nicht hingereist sein. Vielleicht hat er, ach komm, der macht entweder... Möglicherweise orientierte sich der Bühnenmaler an dieser oder einer ähnlichen zeitgenössischen Zeichnung. Sie sehen hier, wie der Tempel noch halb von Sand verschüttet inmitten der Wüste vom Nil aus mit leichten Booten erreichbar ist. Und es ist spannend, sich jetzt daraufhin noch mal das Bühnenbild anzuschauen. Für dieses Bühnenbild hat Burckhardt nämlich die Ansicht leicht gedreht, den Sand entfernt. Das Stück spielt ja sozusagen nicht archäologisch, sondern in der Antike. Und die Wüstenlandschaft mit allerlei pittoresken Pflanzen, Palmen und anderen Bäumen ausgestattet, die wahrscheinlich in der Wüste so nie gewachsen sind. Außerdem dürfen wir uns das Original natürlich bedeutend farbenfroher vorstellen als diese blasse Vorzeichnung. Aber es ist einfach mal interessant zu sehen, welche Ästhetik damals Regietheater war. Also Regietheater der damaligen Zeit hieß, so wissenschaftlich genau wie möglich die Historie darzustellen. Etwas, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. Ja, also deswegen zeige ich Ihnen das. Es ist einfach, es wurde da sehr viel geforscht und gearbeitet, um eben historische Genauigkeit zu erschaffen. Bereits 1882 wagten sich Emil Klar und Otto Dessow dann tatsächlich an eine vollständige Aufführung von Wagners Ring des Nibelungen. Also wie gesagt, nur wenige Jahre nach der Uraufführung des gesamten Zyklus in Bayreuth. Im April gab es das Rheingold und die Walküre. Siegfried und Götterdämmerung folgten in der ersten Hälfte des folgenden Jahres. Und eine zyklische Gesamtaufführung innerhalb einer Woche Ende Juli 1883 krönte das ehrgeizige Projekt. Also man musste damals nicht nach Bayreuth fahren, konnte es alles in Frankfurt genießen. Die Bühnenbildentwürfe von Fritz Lütkemeyer aus Coburg wurden dem Bayreuther Meister höchstpersönlich zur Begutachtung und Freigabe vorgelegt. Leider hat sich außer dieser bescheidenen Skizze im Besitz der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg nichts davon erhalten.
Der Erfolg der Aufführungen war aber enthusiastisch. Die Leistungen der Sängerinnen und Sänger brauchten den Vergleich mit dem Bayreuther Festspiel nicht zu scheuen. Otto Dessow, der sich aus Wagners Musik eigentlich überhaupt nichts machte, brachte es trotzdem fertig, die von ihm nicht geliebte Musik so meisterhaft und nuanciert zu dirigieren, dass er mit Ovationen geradezu überschüttet wurde. Das muss man erst mal können. Ein Meilenstein in der Geschichte des noch jungen Hauses. Clara Schumann allerdings sah das anders, wie wir ihrem Tagebuch entnehmen dürfen. 26. April entschloss ich mich, ins Rheingold zu gehen. Mir war den ganzen Abend, als ob ich im Sumpfe wartete. Die Langeweile, die man aussteht, ist doch entsetzlich. Wie werden unsere Nachkommen sich verwundern über eine Verirrung, die sich über die ganze Welt verbreitet? Naja, die weniger Wagner-feindlich gesonnenen Musikenthusiasten teilten diese Meinung nicht. Die mustergültige Aufführung wirkte weit über Frankfurt hinaus maßstabgebend und befestigte den Ruhm des neuen Opernhauses. Hören wir zwei Ausschnitte aus dem Schluss des Rheingold, das reinigende Gewitter und den Einzug der Götter nach Walhall in einer instrumentalen Fassung, also ohne Sänger und von mir höchstpersönlich, damit es nicht so lange dauert, hoffentlich nicht allzu frevelhaft zusammengestrichen.
Ja. Applaus für Wagner. Das war damals neueste Musik und hat die Frankfurter von den Sitzen gerissen. Das Wagnis Wagner hatte sich gelohnt. Innerhalb der ersten Jahre wurden an der Frankfurter Oper außer dem Ring auch Rienzi, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde sowie die Meistersinger von Nürnberg geboten. Damit war man auf dem neuesten Stand. Denn Wagners Weltabschiedswerk Parsifal durfte bis zum Ablauf der Schutzfrist 1914 nur in Bayreuth gespielt werden. Als Richard Wagner am 13. Februar 1883 in Venedig starb, veranstaltete man in Frankfurt eine viertägige Trauerfeier. Lohengrin, das Rheingold, die Walküre und Siegfried wurde an vier Abenden hintereinander vor ausverkauftem Haus gespielt. Eine bedeutende Leistung. Entschuldigung, so. Otto Dessow starb zur Bestürzung der Frankfurter Musikwelt am 28. Oktober 1892 an den Folgen eines Schlaganfalls. Wahrscheinlich hatte er sich überarbeitet. Als sein Vermächtnis hielt Intendant Emil Klar in seinen Erinnerungen fest, ich zitiere, ein echter Künstler war er, der die Begabung hatte, die unsterblichen Werke unserer Tondichter in genialem, tiefspürendem Nachschaffen stilrein zu vermitteln. Ein Meister, der den ganzen kostbaren Schatz einer Partitur, ihr in den tiefen Funkeln des Goldgewebe, in den feinsten, leisesten Gliederungen und Verästelungen klar und durchsichtig hell erstehen ließ. Ein zielsicherer Führer, der mit ruhevoller Vornehmheit den verzweigten Gesamtkörper beherrschte und das Orchester zu einheitlicher, lebendiger, willensatmender Kraft, zu der Schlagfertigkeit eines Individuums zusammenraffte und zusammenhielt, um durch innerste Erfüllung aller Rhythmen, durch vibrierende Beseelung jedes musikalischen Gedankens und endlich feinfühlig schattierend, mit wachsendem, schwellendem Aufschwung, im Tempo und Forte, die Hörer fortzureißen und zu erschüttern. Schöner kann man es nicht sagen. Sein Resümee. Dessow hat das Ansehen der Frankfurter Oper gemehrt, ihren Glanz erhöht, ihren Ruf und Ruhm gesteigert. An dem Tage, an welchem er zu Grabe gebettet wurde, wehte die schwarze Flagge vom Balkon des prächtigen Hauses herab, in dem er so glorreich gewirkt hatte. In alle Herzen aber senkte sich tiefe, aufrichtige Trauer. Der Name Otto Dessow soll nicht vergessen werden. Nehmen wir das so an, er wurde vergessen, sowohl in Wien als auch in Frankfurt. Aber wir holen ihn wieder aus der Versenkung hervor, denn er war ein ganz, ganz großer Dirigent. So, nun wissen wir aber, der Theaterbetrieb, unbarmherzig wie das Leben so spielt, muss weitergehen. Und so wurde fieberhaft nach einem Nachfolger gesucht. Emil Klars Wunschkandidat hieß Felix Mottl, ganz links, auch in etwas, ja, ich glaube, er war noch jünger, als er da zur Diskussion stand. Felix Mottl hatte in Wien bei Anton Bruckner und auch bei Otto Dessow selbst studiert, war dessen Nachfolger in Karlsruhe geworden und dirigierte regelmäßig bei den Bayreuther Festspielen. Für die Edition Peters fertigte er die Klavierauszüge von Wagners Musikdramen an. Doch Clara Schumann, wir haben sie als renitente Wagner-Gegnerin in Erinnerung, protestierte gegen diese Wahl. Ihr Einfluss im Frankfurter Musikleben war noch im hohen Alter so groß, dass Mottl nicht berufen werden konnte. Auch der junge Richard Strauss in der Mitte bewarb sich auf die Stelle, oder zumindest hätte er sie gerne gehabt. 1887 hatte er das Frankfurter Publikum erstmals mit seiner Sinfonie F-Moll Opus 12 verzaubert und wurde daraufhin mehrfach von der Museumsgesellschaft als Dirigent eigener Werke eingeladen, auch zu seinen Uraufführungen seiner eigenen Werke. Und gerne hätte man das Talent dauerhaft an Frankfurt gebunden. Aber auch Strauss war Wagnerianer. Und so kam es anders. Hier hat vor einigen Tagen Dr. Rottenberg im Theater dirigiert und alle Musiker für sich eingenommen. Er wird wohl die Stelle Dessows erhalten, berichtete Clara Schumann an ihren Freund Johannes Brahms im Frühjahr 1893. Brahms wiederum hatte zusammen mit Hans von Bülow den jungen Dirigenten ausdrücklich für den Frankfurter Posten empfohlen und war daraufhin zu einem Probedirigat eingeladen.
Im Februar dirigierte Rottenberg in Frankfurt zunächst ein Abonnementkonzert und wenige Tage später Wagners Tannhäuser mit ungewöhnlichem Schwung und großem Erfolg, wie anerkennend vermerkt wurde. Der Geiger Hermann Hock, dem wir so wunderbare Erinnerungen an die Frühzeit des Frankfurter Musiklebens verdanken, erinnert sich: Eines Vormittags erschien am Dirigentenpult ein kleiner, schwarzgelockter junger Mann mit einem interessanten Kopf und auffallend schönen Augen. Seine Ruhe und die Art, mit der er den Taktstock führte, erinnerten lebhaft an unseren Dessow. Diesem Umstand verdankte er es, dass das Orchester seiner in Aussicht genommenen Wahl als dessen Nachfolger nicht unsympathisch gegenüberstand. So, und somit erhielt Rottenberg den begehrten Posten. Wäre die Entscheidung anders ausgefallen, dann wäre wohl Frankfurt am Main und nicht Dresden die Richard-Strauss-Stadt geworden. Dann wären nämlich hier die Strauss-Uraufführungen in diesem Theater über die Bühne gegangen. Aber wir wollen uns nicht beklagen, weil wir werden schon merken, dass Rottenberg auch ein hervorragender Dirigent war. Aber wenn Johannes Brahms, Clara Schumann und Hans von Bülow geahnt hätten, was dieser entschlossene junge Mann am ehrwürdigen Frankfurter Opernhaus alles zustande bringen würde, hätten sie ihn vielleicht nicht so warm empfohlen. Ich weiß nicht, was dieses Gerät heute jetzt. Ludwig Rottenberg, Sohn eines jüdischen Rechtsanwaltes, stammte aus Tschernowitz, heute westliche Ukraine. Die Stadt gehörte damals zur Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn. Hier wirkten deutsche, slawische und jüdische Einflüsse sehr kreativ zusammen. Aus Tschernowitz, erinnern Sie sich, stammen auch die Lyriker Rose Ausländer und Paul Celan. Ludwig Rottenberg hatte am Wiener Konservatorium unter anderem bei Robert Fuchs und Hans von Bülow studiert und er war durch seine Freundschaft mit Gustav Mahler auch mit der neueren Musik vertraut. Als Mahler 1907 seine vierte Sinfonie in einem Frankfurter Museumskonzert dirigierte, lobte er Rottenbergs vorzügliche Arbeit in den Vorproben mit den Worten, er sei der alte liebe Kamerad geblieben. Von 1880 bis 1890 hatte Rottenberg als Dirigent des Orchestervereins der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gewirkt, danach als erster Kapellmeister der Oper in Brünn. Als er mit 29 Jahren nach Frankfurt kam, verfügte er allenfalls über rudimentäre Erfahrungen im Umgang mit einem so großen Orchesterapparat von internationalem Renommee. Insofern mutet die Wahl dann eben doch wieder erstaunlich an, auch wenn Clara Schumann, Johannes Brahms und Hans von Bülow das Potenzial dieses jungen Musikers genau richtig eingeschätzt hatten. Auch in der Frankfurter High Society fasste Rottenberg schnell und gründlich Fuß. Am 11. Juli 1895 heiratete er Theodore Adickes, die Tochter des Frankfurter Oberbürgermeisters Franz Adickes. Also das war schon wirklich, ja, größer geht's nicht. Die enge Freundschaft verband ihn später auch mit Paul Hindemith, der 1915 im blutjungen Alter sozusagen von der Schulbank an Dr. Hofs Konservatorium weg sogleich als Konzertmeister an die Frankfurter Oper berufen wurde. Rottenbergs jüngere Tochter Gertrud heiratete Paul Hindemith 1920 und die ältere Tochter Gabriele verband sich 1924 mit Hans Flesch, dem Rundfunkpionier und Programmleiter von Radio Frankfurt, von dem ich in meinen Vorträgen über die Musik der 20er Jahre ja schon ausführlich berichtet habe. Rottenberg war also in den allerersten Kreisen der Stadt politisch, musikalisch und medientechnisch bestens vernetzt. Und er vertrat eine betont vorwärtsgerichtete Ästhetik. Noch im Jahr der Uraufführung 1909 brachte er gemeinsam mit dem Wiener Bühnenbildner Alfred Roller die skandalumwitterte Oper Elektra von Richard Strauss auf die Frankfurter Bühne. 1911 folgte der Rosenkavalier, ebenfalls in den Bühnenbildern von Alfred Roller. Die kennen Sie alle, denn die wurden überall gespielt. Es war seinerzeit durchaus üblich, Bühnenausstattungen auszuleihen, zumal in diesem Fall Roller auch noch ein verbrieftes Recht darauf hatte. Ja, und dann entdeckte Rottenberg Franz Schreker. Und das war nun wirklich eine Sensation und ein Verdienst der Frankfurter Oper, die Frankfurt von allen anderen Opernhäusern voraus hatte. Der junge Komponist Franz Schreker hatte mit seiner ersten Oper Der ferne Klang einen neuen Weg des psychologischen Musiktheaters eingeschlagen. Eine naturalistisch anmutende Bühnenhandlung verbindet sich mit symbolistischen Elementen.
Die Handlung, zumindest der Beginn, ein junger Künstler sucht nach dem neuen, noch nie gehörten Klang, so wie die Romantiker nach der blauen Blume suchen. Und er bricht auf in die Welt, um ihn zu finden. Seine junge Freundin lässt er zurück, Grete. Von ihrem alkoholsüchtigen Vater wird sie beim Kegeln an den Schankwirt verspielt. Sie flüchtet aus der bedrängenden Enge von Armut und Missbrauch und gerät in die Hände einer Kupplerin, die sie an ein Nobelbordell am Golf von Venedig verkauft. Also ein provozierendes Sujet, modern, naturalistisch, Gerhard Hauptmann, aber auch nach der neuesten Wiener Psychologie von Sigmund Freud gestaltet und eine schillernde, faszinierende Musik. Als Schreker das längst vollendete Werk der Wiener Hofoper anbot, schreckte man vor den moralischen Anstößigkeiten des Textes und vor den Schwierigkeiten der Partitur zurück und bedankte sich höflich. So erging es Schreker bei mehreren Bühnen. Als eine Art Initiativbewerbung, wie wir heute sagen würden, schickte er die Partitur auch nach Frankfurt. So, da landete sie nun auf Rottenbergs Schreibtisch. Der sah sich das Stück an, war völlig verblüfft und sagte zu. Rottenberg war mit Gustav Mahler befreundet, weshalb also sollte ihn das avancierte Werk eines jungen Wiener Tonsetzers verschrecken. Nicht, dass er die Logik der Klänge auf Anhieb gleich verstanden hätte. Als Schreker bei den Endproben nach Frankfurt kam und den Dirigenten fragte, weshalb er denn das offensichtlich Fehlerhafte auch nicht korrigiert habe, antwortete Rottenberg gereizt: Wer konnte schon wissen, was bei der Musik richtig oder falsch ist? Letztlich aber war Rottenberg begeistert von dem Stück und das mit vollem Recht. Hier ein Foto, wo Sie auch mal mehrere Beteiligte sehen können. Nämlich ganz links Rottenberg, jetzt schon in fortgeschrittenem Alter. Neben ihm den jungen Franz Schreker. In der Mitte den Regisseur Krämer. Ganz rechts vorne den Darsteller des Fritz. Und dann den inzwischen in Ehren gealterten Emil Klar, den Intendanten. Und das im Kreise von Sängern, so ein Gruppenfoto im Zuge der Uraufführung. Und diese Uraufführung am 18. August 1912 wurde zu einem beispiellosen Triumph, sowohl für Franz Schreker als auch für die Frankfurter Oper, die es wirklich gewagt hatte, hier eine ganz neue Ästhetik auch einmal anzuschlagen. Und das in dem Haus auf dem Stand, dem wahren schönen Guten, ein Bordell. Noch ganz benommen schrieb Schreker an seinen Freund Arnold Schönberg: 30 Hervorrufe, Ovationen am Bühnentür, spaltenlange, einfach unglaubliche Berichte in sämtlichen deutschen Zeitungen und auch ausländischen. Mir macht dieser Erfolg beinahe bange. Wie soll ich ihn, wie kann ich ihn übertreffen? Hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Vorspiel zum zweiten Akt. Eine etwas verwirrende Montage aus Trommelrhythmen und flirrenden Streicherklängen aus dem Orchestergraben. Dann kommen dann Holzbläser dazu. Eine Zigeunerkapelle spielt auf offener Bühne einen wilden Czardasch. Die Prostituierten singen im Hintergrund ein melancholisches Lied. Eine Mandoline stimmt sich ein. Allerlei Schlagwerk und vertrackte Rhythmen sorgen für organisiertes Chaos.
und so weiter. Dann beginnt irgendwann. Also Sie haben gehört, wie viele unterschiedliche Rhythmen, Klänge, Töne übereinander montiert sind. Stellen Sie sich vor, Sie müssen das dirigieren und das im Jahr 1912. Also wo man das noch gar nicht gewöhnt ist, eigentlich mit solchen Montagetechniken überhaupt umzugehen. Das ist allerdings auch eine der vertracktesten Stellen aus der Partitur. Das Stück steht ja jetzt zu meiner großen Freude auf dem Spielplan der Frankfurter Oper. Er hatte ja jetzt letztes Jahr oder vor 2 Jahren Premiere und jetzt war wieder eine wunderbare Aufführungsserie. Das wir werden nachher noch sehen, wie Frankfurt auch wieder ganz bewusst an seine Traditionen anknüpft. Wir werden nämlich später noch einem Stück begegnen, das hier in Frankfurt uraufgeführt wurde unter Rottenberg und das wir in dieser Spielzeit wieder hören können. Trotzdem hat Schrekers Oper auch wunderbare Lyrismen und ist also wirklich jetzt nicht nur so wie das, was Sie gehört haben. Und wie Sie an dem Bühnenbild hier sehen können, hatte sich inzwischen auch einiges geändert in der Bühnentechnik und die vollplastischen Dekorationen hatten die einstigen gemalten Prospekte weitgehend ersetzt. Die musikalische Affinität zwischen Schreker, Rottenberg und dem sehr aufgeschlossenen Frankfurter Publikum machte aus Frankfurt eine regelrechte Schrekerstadt. Rottenberg sicherte sich die Uraufführung auch der folgenden Opern: Das Spielwerk und die Prinzessin, Die Gezeichneten und Der Schatzgräber. Diese, seine 4. Oper, ist ausdrücklich der Stadt Frankfurt und seinem Opernhaus in Dankbarkeit gewidmet. Also, Sie werden übrigens am 27. April, wenn darf ich Sie sehr herzlich einladen, hier in einem Konzert auch einige Paraphrasen aus Schreker Opern von einem seiner Schüler hier hören, hier an dieser Stelle. Herzliche Einladung am 27. April. Ja, und zwischen den beiden ersten und den beiden letzten Schreker Uraufführungen tobte der Erste Weltkrieg. Die Oper spielte weiter, so gut es ging, wenngleich unter schwierigsten Bedingungen. Viele Sänger, Orchestermusiker, Verwaltungsangestellte und Bühnentechniker wurden eingezogen. Natürlich gab es auch weniger Geld. Auch Paul Hindemith als Konzertmeister, ja eigentlich unentbehrlich, musste an die Front. Und dann die Nachkriegszeit. Seit 1920 war Ernst Laird aus Wien Intendant der Frankfurter Oper. Er war zuvor Opernregisseur in Leipzig und Intendant der Oper in Basel gewesen. Und seine Leidenschaft für die neue Musik ließ ihn manches Wagnis eingehen. Und da war er in voller Übereinstimmung mit seinem Chefdirigenten Ludwig Rottenberg. Und nun schlug auch die Stunde eines begnadeten Bühnenbildners, Ludwig Sievert. Ich habe hier leider auch nur ein Foto aus späteren Jahren. Er war sehr jung, als er hier nach Frankfurt kam. Ludwig Sievert hatte zuvor intensiv mit dem Regisseur Richard Weichert in Mannheim zusammengearbeitet und wechselte 1919 zusammen mit ihm an das Frankfurter Schauspiel, was damals auch neu gebaut wurde, und bald auch als Bühnenbildner an die Oper. Wir haben hier vorne, das habe ich noch gar nicht erwähnt, 2 Bühnenbildmodelle von Ludwig Sievert stehen. Die können Sie sich gerne nachher noch anschauen oder wenn Sie das nächste Mal im Schlösschen sind. Das sind auch ganz kostbare, wenige Exponate, die wir eben haben. Ja, was war das Besondere an Ludwig Sievert? Er hatte schon sehr früh eine betont antinaturalistische Ästhetik entwickelt. Er hatte nämlich sich von dem englischen Theaterreformer Edward Gordon Craig zu gewagten Stilisierungen anregen lassen. Mit seinen symbolistischen und später expressionistischen Ausstattungen beginnt hier in Frankfurt eine neue Ära, die später als Frankfurter Expressionismus berühmt wurde und Weltgeltung erreichte. Und einige der Bühnenbilder von Ludwig Sievert möchte ich nun gemeinsam mit Ihnen betrachten, und zwar die, die Ludwig Rottenberg eben auch dann dirigiert hat. Und da sind wir zugleich bei dem spannenden Stück Rudi Stephan, Die ersten Menschen. Schauen Sie sich dieses Bühnenbild an. Ist das nicht sensationell? Es ist eine wirklich, also auch die Veränderungen, die wir gegenüber dem letzten Bühnenbild gesehen haben, sind unglaublich. Natürlich ist es ein Entwurf und später sah es auf dem Foto etwas anders aus, aber das war seine Vision. Und jetzt komme ich zu dem Stück, was ich vorhin, nämlich vorhin gesagt habe, dass Sie bitte darauf achten mögen. 1920 wurde Rudi Stephans Oper Die ersten Menschen hier in Frankfurt uraufgeführt. Ein erotisches Mysterium nach einem Text von Otto Borngräber über die evolutionäre Kraft der menschlichen Triebimpulse von Eros und Gewalt, projiziert auf die alttestamentliche Geschichte von Kain und Abel, aber in höchst provozierender Umdeutung der biblischen Geschichte.
Rudi Stephan hatte in Frankfurt bei Bernhard Säckles und in München bei Rudolf Lois studiert. Sein sinnloser Tod im Ersten Weltkrieg hatte eine der größten Hoffnungen der jungen Komponistengeneration vernichtet. Desto mehr lag Ludwig Rottenberg die posthume Frankfurter Uraufführung dieses Werkes am Herzen, was nämlich wirklich kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs vollendet gewesen ist. Und für dieses gewagte Werk schuf Ludwig Sievert ein Bühnenbild von bezwingender visueller Kraft. Und er entsprach damit auf kongeniale Weise der frühexpressionistischen Ästhetik von Stephans Musik. Was sofort in die Augen fällt, ist die starke räumliche Wirkung abstrakter Formen und symbolischer Farben. Habel, also Abel, der mit erhobenen Armen von seiner mystischen Begegnung mit einem geistigen Wesen namens Gott berichtet, steht in einem hellen Lichtkegel am Ende der Bühne. Das Dreieck, an dessen Spitze er steht, wirkt wie eine stilisierte Kathedrale. Die blauen Umrahmungen des Dreiecks schießen mit dynamischer Energie von oben nach unten und reißen uns mit wie die erhobenen Arme des Protagonisten. Habel im Hintergrund und Chava, also Eva, im Vordergrund befinden sich zudem auf einer gezackten Brücke, die sie von den übrigen Figuren trennt, und das mit gutem Grund. Das intensive Grün im Vordergrund entspricht dem Kostüm der Frau und symbolisiert zugleich den Frühling, nach dem Chava sich sehnt, nämlich in Gestalt des Liebesverlangens nach Adam, Adam, den wir links erkennen. Nach hinten zu wird die Farbe dann ins Hellere und Vergeistigte transzendiert. Doch wird nicht ihr Gatte Adam es sein, also der Vater der beiden Söhne, den sie mit ausladender Geste zum Beischlaf einlädt, sondern ihr eigener Sohn Habel, mit dem sie später eine Art religiös-ekstatischen Inzest begeht. Die blauen Berge, symmetrisch aufgetürmte geometrische Formen, erinnern an Pyramiden, doch bilden sie eine wilde, unbezwingbare und zugleich abstrakte Landschaft. Die beiden Figuren links und rechts, Adam zur linken und Kain zur rechten, sind auf einer tieferen Ebene angesiedelt, unterhalb der Brücke. Sie sehen das räumlich und versuchen, auf die Brücke raufzukommen. Ja, also das ist eine ganz deutliche räumliche Wirkung, die wir hier haben. Adam versucht sich links an der Kultur von Pflanzen und am Beackern der Erde. Ja, also er ist der künftige Landwirt und Kultivator. Die ihm zugeordnete Farbe ist braun, gepflügtes Land also, und der hoch aufgeschossene Keimling mit seinem einzigen Blatt neigt sich wie begehrend über ihn hinweg auf Chava zu. Die grüne Farbe des Frühlingserwachens verbindet Mensch und Natur. Das war die Idee des Monismus, also der Einheitsphilosophie, aus der dieses Textbuch und auch die Musik hervorgegangen ist. Und rechts sehen Sie dann, wie sich der Sohn Kain regelrecht heranwälzt, seine Mutter begehrend als das wilde Weib. Es gibt ja auch noch keine andere Frau in dieser Geschichte. Doch sind beide durch diese Brücke getrennt. Also das hat sich Sievert unglaublich genau überlegt. Und neben ihm ragen ganz rechts so finstere, kahle Gebilde auf, von denen man nicht genau weiß, was es ist. Es könnte eine Leiter sein, es könnten aber auch kahle Baumstämme sein. Kain sucht, wie er sagt, den Weg in die Wildnis, weil er sich selbst darin erkennt. Er wird seinen Bruder ermorden, als er ihn in Flagranti in Liebesumarmung mit seiner eigenen Mutter überrascht. Und er wird erschrocken wissen, dass dieser Mord nur der Anfang einer langen Kette von Grausamkeiten und Kriegen sein wird, welche die Menschen gegeneinander führen werden. Ein absolut visionäres Werk, entstanden am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Und auf diesem Blick hin möchte ich die Gestalten rechts eigentlich als verbrannte, tote Bäume deuten. Hören wir nun, wenn das Gerät irgendwann wieder umschalten möchte, ja, die Schreckensvision von Kain, als ihm klar wird, was er getan hat.
also das ist schon wirklich sehr vorausahnend. Und das ist das Werk, auf das ich Sie auch noch hinweisen möchte. Im Juli dieses Jahres wird sich nämlich Sebastian Weikle in seiner letzten Frankfurter Premiere dieses Stückes annehmen. Und das sollten Sie nicht verpassen. Es ist eine unglaublich faszinierende, spannende Musik und ein Stück, was so viel also wirklich regelrecht erschreckenden Gegenwartsbezug hat, auch wenn es eben projiziert ist auf die Urzeit. So, betrachten wir als nächstes dieses Bühnenbild von Sievert. Mörder, Hoffnung der Frauen, nach einem Text von Oskar Kokoschka, komponiert von Paul Hindemith. Auch hier werden die Schrecken des Ersten Weltkrieges sichtbar, weitergeführt als Kampf zwischen den Geschlechtern. Die zurückfliehenden Säulen des alten Turms mit seiner Eisentür in der Mitte scheinen bedrohlich nach hinten zu kippen. Die Szene ist in blutiges Rot getaucht. Die beiden Kollektive, die angreifenden Männer links und die Frauen rechts, die sich verteidigen, bilden eine bewegte Dynamik von Angriff und Abwehr. Ganz links der sein Schwert schwingende Mann, ganz rechts die in Rot gewandete Frau. Dieser Turm wird später in Flammen aufgehen und niemand wird überleben. Oder nehmen wir das nächste Bühnenbild aus der Hindemith-Trilogie der drei Einakter Sancta Susanna. Mit wieder natürlichen, dafür desto dynamischeren Schräglinien arbeitete Sievert auch in diesem Bühnenbild. Der Gekreuzigte scheint sich direkt der verschämten, den Leib Jesu sinnlich begehrenden Nonne Susanna zuzuneigen, angetrieben von einem übernatürlichen Lichtkegel im Hintergrund links. Susannas Brust ist zur Hälfte entblößt, die linke Seite ist noch züchtig von der Kutte bedeckt und die erhobenen Arme der knienden Nonnen hinter ihr nehmen diese Diagonalbewegung auf und die runden Säulen im Hintergrund stehen dazu in spannungsvollem Gegensatz. Eine ganz neue Ästhetik, die hier in diesem Frankfurter Expressionismus entwickelt wird. Allerdings konnte Sievert auch anders, wie die verspielten Figurinen der Tänzerinnen aus dem frechen Einakter das nur Schnuschi beweisen. John Gordon Craig hatte von der Ersetzung des Schauspielers durch eine Marionette geträumt, um die perfekte Form nicht von menschlicher Unzulänglichkeit stören zu lassen. Ludwig Sievert verleiht den Tänzerinnen von Hindemiths Spiel für burmesische Marionetten den Charme symmetrisch montierter Gliederpuppen. Machen wir uns jetzt den Spaß, den dritten der Nuschnuschi-Tänze aus dieser Oper zu hören. Erschrecken Sie nicht, es ist ein bisschen laut.
Ein letztes Beispiel, das noch in die Ära Rottenberg fällt. Die Uraufführung von Ernst Krenigs Oper, Der Sprung über den Schatten. Entschuldigung, ich hatte vor einiger Zeit eine Erkältung und plötzlich kommt das so, ganz plötzlich, dass die Stimme weg ist. Aber ich glaube, die letzten Sätze schaffe ich noch. Diese Oper wurde 1924 uraufgeführt. Nach dem Ersten Weltkrieg kam, wie Sie wissen, die Zeitoper in Mode. Der Gegenwartsbezug, der Jazz. Mit Johnny spielt auf, würde Krenek später, wenige Jahre später, das Erfolgsstück dieser neuen Gattung komponieren. Sieverts Bühnenbild wirkt farbenfroh, verspielt und lustig, kindlich und naiv und entspricht damit auch sehr genau dieser Musik. Im Übrigen werden uns Sieverts Bühnenbilder auch in den kommenden Vortrag noch begleiten, denn auch in der Ära von Clemens Krauss und Hans-Wilhelm Steinberg spielte er eine gewichtige Rolle und er blieb auch über den Einschnitt des Nationalsozialismus Frankfurt erhalten. Wir werden uns also auch seine Mozart- und Wagner-Interpretationen noch anschauen. Für heute nehmen wir Abschied, denn Ludwig Rottenberg verließ das Frankfurter Opernhaus 1926 nach 31 Jahren fruchtbaren Wirkens, voller musikalischer Höhepunkte und Neuentdeckungen. Unter Rottenbergs Leitung avancierte Frankfurt zu einer Pflegestätte des modernen Musiktheaters. Sein Wegbegleiter, der Musikschriftsteller Karl Holl, erinnert sich in einer Gedenkrede. Zitat: Rottenberg hat mit ganz schlichter Zeichengebung dirigiert, besonnen anleitend, aufteilend, zusammenfassend. Feinfühlig nuancierte er auch mit dem ausdrucksvoll sprechenden Blick. Aus einer besonders klaren Vorstellung von den inneren Formkräften eines Werkes, vom Aufbau und den Stilmerkmalen einer Partitur, erwuchs ihm die Fähigkeit, ihre Klanggestalt kontinuierlich und stilgerecht darzustellen. Ungemein feinspürig konnte er mit der quasi leiblichen Erscheinung auch das ihr innewohnende emotionale Fluidum vermitteln. Dass Rottenberg nebenbei auch noch ein höchst bemerkenswerter Komponist war, musste ich hier aussparen. Eine seiner Opern ist sogar hier in Frankfurt uraufgeführt worden. Sie werden aber im Konzert am 27. April einige Lieder von ihm hören. Rottenberg starb 1932 in Frankfurt, gerade noch rechtzeitig, um von dem Terror des Nationalsozialismus verschont zu bleiben. Und damit, meine Damen und Herren, bin ich fast am Ende. Aber wir haben einen jungen, aufstrebenden Pianisten unter uns. Wenn Sie erlauben, wird er jetzt noch als krönenden Abschluss des heutigen Abends Scarabeau, das dritte Stück aus Maurice Ravels Gaspard de la Nuit von 1908, für uns spielen. Das passt zumindest in die Zeit. Ja, sind Sie einverstanden? Dann bitten wir ihn auf die Bühne. Thank you.
Dank. Clemens. Ich freue mich riesig über Ihren Beifall. Ich finde es ganz toll, dass er dieses Stück jetzt noch für uns gespielt hat. Und ich glaube, wir dürfen uns jetzt auch noch auf etwas Besonderes freuen. Ich habe nämlich vorhin schon gesehen, dass da unten, wie es ja hier üblich ist, immer ein schönes Glas Wein und ein paar Brezeln gibt. Auch noch ein paar andere Köstlichkeiten. Und ich schlage vor, dass wir uns jetzt einfach nach unten begeben und dort noch eine richtig schön fröhlich zusammen sind. Vielen, vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke. Klasse gemacht, danke.